Ja, Symbol siehst, ja gut, das kennen wir ja auch anspielen. Team 17, die habe ich schon mal irgendwo gehört. The Escapist 2. Finde ich aber cool animiert, muss ich sagen. Ist ein bisschen sehr laut, finde ich. Und was ich mal noch eben machen muss, ich muss es im Stream noch mal kurz umstellen. So. Zack. Ich überlege gerade, ob ich besser mit Controller spielen sollte oder mit Maus und Tastatur. Wir schauen einfach mal. Was? There's no way out. Was? Man ist jetzt egal, ob du artig warst oder nicht, denn es geht dir nur noch ums Geld. Ja, auch der Weihnachtsmann muss schauen, wo er bleibt. Sein neuer Online-Shop verkauft Produkte auf der ganzen Welt. Das heißt aber nicht, dass du umgezogen sein solltest, sondern dein Kohlebrocken einem Nachtschein geringste Sorge. Boah, das ist extrem laut, finde ich. Dungeons and Ducktail, okay. Big Quick, dieser ist alles vor. Okay. Ja, okay. So, erstmal. Hilfe und Option. Wegen Hilfe, nicht wegen Option. Musiklautstärke, erstmal ein bisschen. Das ist extrem laut gewesen. Ich hoffe, so ist es ein bisschen besser. Istanbul automatisch. Region automatisch. Europa, Amerika, Asien. China, Asien 2. Ich mach mal Auto. Ich lass mal auf automatisch. V-Sync schmeißen, machen wir an und Schärfe. Hauptmenü, Hintergrundvideos. Streamers gilt nach. Gilt nach Zufall. Chatfilter anwenden. Okay. So, dann haben wir das hier, wie man spielt. Ja, ich denke mal, das werden wir im Spiel gleich sowieso erläutert bekommen, oder? Mit Maustastatur Controller. Nach oben öffnen. E, Rücktaste schließen. Taggen. Oh, ich glaube, ich. Ich nehme mir den Controller doch besser dazu. Strafregister. Okay, versus spielen. Es gibt scheinbar verschiedene Modis und hier DLC. Was haben wir noch für meine Charakter? Oh, wir können einen Charakter auswählen. Cliff, Taylor, Jules, Sam, Jess, Parker, Jordan, Ashley, Frankie, Hillary Clinton. So sieht die auch aus. Ja, wen nehmen wir denn mal? Wer sieht denn hier? Ich meine, von der Frisur her, ne? Nicht ganz so extrem, aber Parker, Jordan. Puh, ich weiß nicht, ob es, wenn es Wünsche gibt, gerne raushauen. Also ich finde den Cliff ja schon cool mit seiner Brille und dem Schnurrbart. Ich finde, Sam sieht so ein bisschen Mainstream aus. Also so eine Bad Boy-Frisur und eine Sonnenbrille. Wir nehmen mal den Cliff. Name. Oh, den können wir noch verändern. Was zur Hölle? Da muss nochmal eben. Name. Komm. Ich habe erst überlegt, ob ich noch einen Nachnamen machen soll, aber. Ich nehm mal Herbert. Herbert ist schön. Gesichtstyp, er dick, er dünn. Nö, der ist wohl genährt, der Herbert. Hautfarbe, okay. So, okay, Frisur. Warum können wir dann, sollen wir überhaupt dann ein Modell wählen, wenn wir sowieso alles verändern können? Kann ich vielleicht. Ah, hier. Ich mache mal eben das hier kurz weg, damit ich das Gesicht besser sehen kann. So, was sieht denn nach dem Herbert aus? So, ich habe keine Ahnung, was die Sternchen bedeuten. Ja, das ist definitiv eine Herbert-Frisur. Hier mit Brille auf dem Kopf kann ich auch drehen.
Okay, ausnahmsweise. Weil es einfach passt mit der Brille auf dem Kopf. Ich meine, er hat jetzt, glaube ich, immer auch andere Haarfarben im Hintergrund. Ne, hier sind die Haare blau. Komm, wir lassen das mal blau. Machen wir den alten Kidma, wo er noch die Haare blau hatte. Lagen zwar ein bisschen anders, aber ist schon okay. Wie sah denn der alte Kidma noch aus? Der alte Kidma hatte immer einen so komischen Bart gehabt. Am Kinn. Was ist das denn? Ist das ein Schnuller? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Also ist das ein Bart? Okay, scheinbar gibt es den Bart, den wir... Jetzt muss ich aber hier auch nochmal... Die Augen ändern wir auf jeden Fall nochmal, aber Kidma war ja immer so ein bisschen dünner. Ja, komm, dann lassen wir das mal weg. Gesicht. Gut, es gibt nur große Augen. Ja, das macht natürlich sehr viel Sinn, einen Hut aufzusetzen, wenn wir die Brille auf dem Kopf haben. Alles klar. Okay. Ja, Augen hätte ich ganz gern ein bisschen kleiner. Ich finde die jetzt ein bisschen übertrieben. So wären die okay, aber dafür ist das Gesicht zu breit. Okay, ja, grundsätzlich Gamer sind immer so hell wie möglich. Ich müsste hier noch die Farbe weiß sein, dann wäre es richtig. So, bestätigen. Da, der Kidma. Den nehmen wir. Und dann gucken wir mal, was heißt ein Strafregister überhaupt? Justizministerium, Kaison Kidma. Zeit im Gefängnis, 0 Tage freigeschaltet, 0 Abschluss, 0 Titel, Frischfleisch. Center Perks, Eingriffsausbruch, Belohnung. Okay, das sind scheinbar die Errungenschaften, die wir freischalten. Ja, okay. Sei es drum. Ja, ich klicke mal auf Spielen, mal gucken, was passiert. Willkommen! The Escapist 2 ist ein Open-World-Spiel mit dem Ziel, aus dem Gefängnis zu fliehen. In diesem Spiel kannst du viele verschiedene Dinge tun. Es gibt viele Fluchtmöglichkeiten. Wie du fliehst, liegt ganz bei dir. The Escapist 2 verfügt über eine komplett neue Steuerung. Precinct 17, wahrscheinlich Team 17, ist ein guter Ort, um die Steuerung und die Grundlagen des Spiels zu erlernen. Ach, Precinct 17. Okay. Neues Spiel, Precinct 17, ja, das machen wir einfach mal. Ein Tutorial-Gefängnis nur für Einzelspieler. Dieses optionale Gefangenen an... Was ist heute los? Entschuldigung. Dieses optionale Gefangenenlager für Missetäter ist der ideale Ort, um Grundlagen zu erlernen oder aufzufrischen, die du bei einer Inhaftierung brauchst. Ach, guck mal, lustig, dass hier auch der Flauzi und die Peachy angezeigt werden. Unter anderem. So. Spiele durchsuchen, neues Spiel. Wir machen das einfach mal, das Gefängnis. Also von der Grafik sieht es ein bisschen aus wie Stardew Valley. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe. Finde ich aber extrem cool. Ich mag diese Grafik, ja. Nun, ich wette, du willst hören, wie ich der unglaubliche Robinson entkommen bin. Hä? Ja, wenn du willst. Versetz dich nur kurz in meine Lage und ich werde es dir erzählen. Also, das ist so gelaufen. Cool, wie die beiden am Strand liegen einfach. Der Delfin da rechts. Ich wachte also eines Morgens auf und dachte mir, genug ist genug. Ich wollte raus, es war an der Zeit, diesen Ort zu verlassen. Ich öffnete das Pult mit A. Genauso erzählt ihr das auch. Ich muss gleich mal gucken, ob ich die Kamera... Ich bin jetzt gerade so ein bisschen über der Minimap, glaube ich. Ob ich die vielleicht irgendwo nach woanders hinziehe. Moment mal eben. Ich probiere mal. Ich hoffe, das muss ich gleich nicht wieder korrigieren. So. Das Spiel pausiert automatisch, wenn ich rausgehe. So. Entschuldigung. Ja, ich öffnete das Pult mit A und benutzte A, um mir alles zu schnappen, was drin lag. Sind auch nur meine eigenen Sachen gewesen. Damit kann ich auch ausbrechen. Ich wusste, dass ich diese Gefängnisgegenstände später brauchen würde, um aus diesem Laden auszubrechen. Ja, achso, wir können spielen.
Ja, dann machen wir das doch mal. Nimm die Gegenstände aus dem Pult. Pult von Robinson. Robinson Crusoe. Eine Socke, die wir fürs Ausbrechen brauchen, und eine Seife. Oh no. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Ach, seht ihr gerade nicht. Es war ich da leider mit der Facecam drüber. Der Polizist unten rechts hat gerade gefragt, wer das Licht ausgemacht. Ja, eine harte Seife in einer Socke und das dann so ein bisschen so als Morgenstern verwenden, das kann schon wehtun. Nehmen, ja. Ich fertigte eine Waffe, indem ich Y drückte, um so überprüfte, welche Gegenstände ich für so ein Ding brauchte. Ich finde sie außen verband die beiden Gegenstände, indem ich A benutzte. Also, okay, das ist scheinbar so eine Art so ein Menü. Fertigen. Offensichtlich kann ich hier einfach Gegenstände reinziehen. Wir haben hier einige drin. Guck mal, da haben wir schon so freigeschaltete Rezepte. Poster, falsche Blume, formatierte Farbpinsel, Seil aus Bettlaken, Holzstiel, Waffe, Besucherset. Besucherset, okay. Also, hier und das fertigen wir jetzt. Und wir kriegen eine Sockenkeule. Wenn du einen ausgeklügelten Fluchtplan durchführst, ist der Schlüssel zum Erfolg, keine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Ich benutze den gelben Pfeil, der mich zur nächsten Routine führen würde. Appell! Okay, aber das haben wir jetzt. Ausrüsten. Okay. Ist das gut, dass ich das jetzt schon ausgerüstet habe? Nehmen. Ich rüste das besser mal nicht aus. Nicht, dass wir jetzt gleich erwischt werden. Offen gesagt, ihr seid Abschaum. Ihr macht mal, ne? Ich gucke mir das an und entscheide, ob ich mitmache. Nein, komm, wir gehen da mal hin. Bob. Beim Appell gab ich mein Bestes, ruhig zu bleiben und fragte mich, wussten Sie, dass ich etwas ausheckte? Wussten Sie, dass ich etwas ausheckte? Na, so schnell konnte ich es nicht lesen. Entschuldigung. Reiht euch ein. Ne, langweilig euch alle? Wenn ja, gut. Die Zellen von folgendem Abschaum sind heute dran. Chuck und Pip. Okay, neben mir ist der Bob. Meine Angst warf ich über Bord, wie ich das mein ganzes Leben mit modernen Werten getan habe. Und eine Insasse namens Chuck war von Interesse für mich. Ich hatte das Gefühl, dass der grüne Pfeil an der Treppe mir etwas sagen wollte. Der ploppt in Wirklichkeit auch immer auf. Also, das ist gar kein Problem. Der grüne Pfeil an der Treppe. Kann ich mit denen hier reden? Wachmann. Wachmann Carthew. Der hat 2 Tage schon hier gearbeitet. Ist noch ganz neu, der Wachmann. Ja, ich gehe mal hier lang. Aha. Eine Insasse namens Chuck. Das ist scheinbar die hier. Moin, Chuck. Als Scanner hinsah, legte ich mit LB und RB die Sockenkeule an. Erfüllt vom Verlangen, diesen Ort zu verlassen, erfasste ich mit RS mein Ziel und griff dann mit RT an. Versuche es niederzuschlagen. Oh Gott. Achso. So. RS mein Ziel. Ja. Mit RT. Müssen wir mal gucken, welche Taste welche ist. Batsch. Gut. Während Chuck bewusstlos war, plünderte ich den Schlüssel von ihnen, indem ich mit A in ihre Tasche griff und ihn mir mit A nahm. Dann nutzte ich schnell meine Schlüssel zur Asservatenkammer. Ja, natürlich. Der hat auch einen Schlüssel dabei. Kein Problem. Hoffe, du bist es wert. Gut, ich leg die mal wieder ab. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir hier mit so einer Sockenkeule rumrennen. So, ich öffnete das Pult mit A und stahl die Werkzeuge darin, indem ich sie auswählte und sie mir mit A nahm. Alles lief nach Plan. War es zu schön, um wahr zu sein? Ich fühlte, dass das Glück auf meiner Seite war. Ruhig Blut, Kollege. Robinson Crusoe kommt hier schon raus. Oh, das dauert ein bisschen. Eine Spitzhacke. Ja, schön. Warte kurz, während ich meine Sonnencreme auffrischte. Warte kurz, während ich meine Sonnencreme auffrische. Ich verbrenne hier. Egal, ich wusste, wo genau ich mein Werkzeug nutzen musste. Und erneut ließ ich mich von den grünen Pfeilen leiten. Moin! Ich hab nix! So, wo muss ich denn hin? Hier in die Zelle.
Komisch, dass die auch alle offen sind. Um zu verbergen, was ich tat, hob ich das Bettlaken auf, indem ich A gedrückt hielt, als ich daneben stand. Ich rüstete mit LB oder RB aus und hing es dann an das Zellengitter neben der Zellentür, indem ich X drückte. Okay, also ausrüsten. Achso, hier. Bettlaken. Und ausrüsten. X. Ah, damit ich nicht mehr reingucken können. Ich verstehe. Kennst du den Spruch aus den Augen, aus dem Sinn? Ja. Nur in diesem Sinne hackte ich eine angelegte Spitzhacke und X Zellenwand weg. Gut. Ich hatte kaum mehr Energie, aber zum Glück war es Essenszeit. Ich ließ mich von dem grünen Pfeil leiten, ging zur Markthalle, schnappte mir mit A ein Tablett mit erstklassigen Phrasen und setzte mich auf meinen Platz. Gut, also erstmal Pause machen. Ich verstehe, ja, so ein Ausbruch, der kostet natürlich viel Energie. Insofern erstmal den Wanz vollhauen. Ah, so ein Tablett. So, dann hinsetzen. Oh, starr vor Angst schaffte ich es zu essen, was mein Energieniveau wiederherstellte. Und ich behielt das Essen in meinem Magen. Der faulige Geruch verfolgt mich noch immer. Da ich jetzt meine Energie wiederhergestellt war und die Freiheit winkte, schaffte ich es, das Essen, das ich verzehrt hatte, nicht auszukotzen, holte tief Luft und folgte den äußerst hilfreichen grünen Pfeil weiter. Puh, wir müssen die mal aufräumen. Ja, also müssen wir hier ja, weitermachen. Aber ich dachte, das hier ist unsere Zellenwand gewesen. Machen wir das jetzt bei einem anderen, um keinen Verdacht zu schöpfen? Vom widerlichen Nachgeschmack und der üblen Magenverstimmung mal abgesehen, war es in der Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen und mit dem Weghacken der Zellenwand vorzufahren. Ich drückte mit angelegter Spitzhacke auf X und setzte meinen Plan fort. So, also hier, na, ups. Ah, okay. So. Oh, würdest du mir das bitte die Sonnencreme reichen, Kumpel? Es sah gut aus. Die Wand war weggehackt und ich begab mich in den nächsten Raum. Achso, die Spitzhacke ist jetzt kaputt, oder wie? Niemand konnte mich sehen, also öffnete ich mit A den Pult und schnappte mir alles, was drin lag, indem ich jeden Gegenstand einzeln auswählte und auf A drückte, um ihn in mein Inventar hinzuzufügen. Ich renne drauf. So, Robinsons Seitenschneider. Und Adrenalinschuss. Gut. Ich hielt angedrückt um das Pult, hob das Pult auf und stellte es dann an die markierte Stelle unter der Lüftung ab, indem ich B drückte. So, B hier. Nachdem ich meinen Adrenalinschuss ausgewählt hatte, verbrauchte ich ihn mit X, drückte mich gegen das Pult, stieg drauf, legte meinen Seitenschneider an und drückte X, um die Lüftungsdecke über mir aufzuschneiden. Das ist aber sehr umfangreich jetzt gerade hier, also. Ja. Einmal trinken, alles klar. Dann den Seitenschneider bitte. Schneider auf dem Pult Lüftung auf. Alles klar. Mehr Sonnencreme bitte, das ist die Hitze. Diese Hitze ist brutal. Dann geht doch einfach unterm Sonnenschirm, Mann. Dann kletterte ich also mit A vom Pult in die Lüftung und bewegte mich nach rechts. Das ist Glückseligkeit. Goldene Strände, plätschernde Wellen. Egal, nachdem ich mich nach rechts bewegt hatte, legte ich meinen Seitenschneider an und schnitt mich mit X durch den geschlossenen Lüftungsdeckel, um nach unten zu kommen. Oh. So. Sie haben mich verpfiffen. Achso, ich muss zweimal. Entschuldigung. Wieso? Nur habe ich meine Sonnenbrille nicht mitgenommen. Da der Lüftungsdeckel jetzt offen war, konnte ich mit A durch die Öffnung nach unten klettern. Dann bam, die Lichter blitzen auf. Der Gefängniswärter musste mein Verschwinden bemerkt haben. Panik setzt ein. Wie jedoch mein Kontakt versprochen hatte, wartete eine Schaufel auf mich, die ich mit A aufhob. Welcher Kontakt? Warum hatten wir auf einmal Kontakt? Ja gut, hier Schaufel. Ich schwitzte wie ein Schwein und sah aus, als ob ich gegen ein Feuerwehrauto gekämpft hätte. Ich legte mir die Schaufel an und gab mich mit X wie wild zu graben, genau vor die Tür. Ja klar, durch den Metallboden ist kein Problem. Sag mal, hättest du einen Fächer, mit dem ich mir etwas Abkühlung verschaffen könnte?
Ihr könnt es. Ah, danke. Jedenfalls war das Loch dann gegraben und ich stieg mit A hinab. Ich holte alles aus meiner Schaufel heraus und grub mit A, mit X eilig, aber präzise weiter voran. So. Ich räumte zwei Untergrundfelder vor mir frei und grub mit X in das zweite offene Feld vor mir, wodurch ich auf eine andere Seite nach oben kommen konnte, in dem Fuhrpark, wenn meine Berechnungen stimmten. Ich räumte zwei Untergrundfelder vor mir frei und grub mich mit X in das zweite offene Feld vor mir. Okay. So, was für ein Anblick. Ich konnte Tageslicht sehen. Ich war fast da. Ich bewegte mich in das leere Feld und kletterte durch das Loch aus dem Untergrund heraus, indem ich A drückte. Auf der anderen Seite des Fuhrparks sah ich etwas, das nützlich aussah, während sich meine Augen noch an die Helligkeit gewöhnten. Weil ich so lange unten drin war im Loch, taumelte ich durch den Fuhrpark und hob mich mir von der Sonne liebkost funkelnden Gegenstand auf, indem ich A drückte. Der hier? Robinson Seitenschneider? Perfekt, ich hielt einen Seitenschneider in den Händen. Ich ging zum Zaun, legte meinen Seitenschneider an und machte mich daran, die letzte Hülle zu nehmen, indem ich X drückte, um den Seitenschneider, um mit dem Schneiden zu beginnen. So, okay. Ich schneide einfach den Pfosten mit weg, kein Problem. Ich war draußen, ich war endlich frei. Aber lassen wir die Geschichte, so ist das Leben. Hä? Allein darum geht es. Nun, das ist faszinierend, Robinson Crusoe. Das ist wirklich. Danke, aber es hat mich überrascht, dass ich nicht noch erwischt wurde. Ich bezweifle, dass sie mich jetzt noch erwischen. Naja, das ist nicht so laut. Oh. Halt, Robinson Crusoe! Vor allem direkt mit Schiffen und Hubschraubern, naja. Nun dann. Wo warst du so lange? Diesen Tanker da gerade rechts. Eingrenzungsausbruch. Du bist ausgebrochen. Nice. Keine Punktzahl. Alles klar. K.O.s. 1. Zerstörte Gegenstände. Glas ist gefallen. Zerstörte Felder. Okay, fahren. Gut, haben wir das Tutorial mal gemacht. Ist aber ganz cool. Also, mir gefällt das Spiel. So, wir haben Center Perks 2.0, entkomme alleine mit anderen Spielern. Nach einer absurden Anzahl an Ausbrüchen und einem verheerenden Bericht des Prüfungsausschusses beschlossen die Wärter von Center Perks, ihr geliebtes Gefängnis niederzureißen und eine sichere Version neu aufzubauen. Doch wie heißt das Sprichwort noch gleich? Manche lernen es nie. So, dann haben wir Sugar Creek Railroad, also ein Zug. Oh, steht sogar leicht dran, hier ist auch leicht. Du und die Geier über dir wissen, welches Schicksal dich erwartet, wenn dieser Zug sein Ziel erreicht. Wenn du noch einen Sonnenaufgang erleben willst, steigst du hier lieber aus, egal, was du dafür tun musst. So, noch eine leichte Map ist Rattlesnake Springs. Okay. Hi Partner, in einem alten Westen ist es bekannt, dass wenn du den Henkerschlingern kommst, dich der örtliche Sheriff nach Fort Rattlesnake schickt. Zusammen mit den niedrigsten Gesetzlosen des Bezirks beschließt du, auf Biegen und Brechen aus dem Kittchen auszubrechen. Wir fangen einfach mal vorne bei Center Perks 2.0 an und schauen mal, wie wir da so durchkommen, würde ich sagen. Oder? Neues Spiel. Oh, Speicherslot wählen. Gut. Center Perks 2.0 ist das erste richtige Gefängnis, aber die Wächter machen es dir nicht einfach. Es ist ein herausforderndes Spiel. Tipps: Folge den gelben Pfeilen, um Routine beizuwohnen und nicht aufzufallen. Schaue dich gut im Gefängnis um, erkenne Schwachstellen. Finde die Materialien, die du brauchst, um Fluchtwerkzeug zu bauen. Halte deine Hitze- und Sicherheitslevel niedrig, um Ärger mit den Wächtern zu vermeiden. Der einfachste Fluchtweg ist, aus den Grenzen des Gefängnisses auszubrechen. Du kannst zum Beispiel einen Tunnel graben oder deinen Weg freihacken oder schneiden. Viel Erfolg! So, Insassen und Wärter gestalten. Oh Gott, können wir die alle gestalten? Aber, ist alles gut. Eingrenzungsausbruch, trifft die Crew, letzter Post. Wir machen einfach mal. Wir spielen einfach mal drauf los und dann mal gucken. Ist ja die erste Runde für uns, wenn wir das Tutorial mal nicht mitzählen. Wähle deinen Charakter. Ja, wir bleiben natürlich Kid Mom. Willkommen im Center Perks 2.0, denn Reformierung beginnt hier. Das
wahrscheinlich der Direktor. Appell, dieses Gefängnis wird abgeriegelt, wenn nicht jeder anwesend ist. Das Essen in der Kantine ist eine großartige Quelle für Gesundheit und Energie. Das ist mir so schön sagt auch noch alles. Fluchtversuche werden unserer Steuerzentrale gemeldet. Steigere deine Intelligenz, indem du unsere Bücher liest. Das heißt also, momentan sind wir dumm. Und benutze die Fitnessgeräte, um deine Stärke und dein Tempo zu verbessern. Damit du noch besser ausbrechen kannst. Verdiene Geld, indem du unsere Arbeitsbeamten besuchst. Okay, ist ja komplex. Wir werden dir einen dieser Räume für deinen Aufenthalt zuweisen. Wie du sehen kannst, ist gerade eine Filmcrew hier vor Ort. Das ist Galileo Mystery. Bitte überbrich die Dreharbeiten nicht. Psst. Hey du. Oh, das ist doch Robinson. Mein Name ist Robinson, es ist wirklich. Ich helfe dir dabei. Ich kann dir dabei helfen, den Ort zu verlassen. Sprich mit mir, wenn du meinen Plan hören willst. Es liegt an dir. Jetzt solltest du lieber gehen. Ah! Süß. Alles klar. So, wir haben das Eckgefängnis. Folge dem gelben Pfeil zu deiner nächsten Routine. All die Routine ein, um die Aufmerksamkeit der zu vermeiden. 7 Uhr. Oh, da ist der Appell. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Strickmann. So, wir haben Appell, wir müssen antreten. Hier. Ich stelle mich mal einfach hier hin. So. Test. Test? Oh, guck mal, da ist noch ein zweiter Kidmar. Gehen wir über den Wächter. Ja, vielen Dank, lieber Strickmar. Ich bin leider gerade drüber. Ist ungünstig mit der Facecam gerade, aber gut. Ich musste mich leider umpositionieren, damit ich nicht bei der Minimap bin. Vielen Dank. Der wichtige Gewinner des heutigen Zellenchecks sind Primley und Alexis. Alles klar. Darf ich jetzt wieder gehen? Vor allem, was heißt überhaupt das Geld und so weiter? Okay. Der Alert ist da. Ja, das stimmt, der Alert ist da. Ich habe es ja auf Discord geschrieben. Alert ist eingestellt. So, ja. Was muss ich denn jetzt hier machen? Alle rennen hier hin. Oh, guck mal, da prügeln sich zwei. Oh, das sind voll die Super Saiyajins. Die können sich mit Gerechtigkeit nicht. Die prügeln sich. Ja, gut, ich stelle mich mal hinten an. Erstmal Frühstück holen. Oh, ist das cool. Habe ich gelesen bei Discord. Ja, okay. Dann kommen meine Nachrichten hier an. Finde ich gut. So, wir frühstücken gerade. Ich will erstmal... ich will, die Hunde kriegen Besseres. Diese Kommentare sind einfach so süß teilweise. Erhebt eure Gläser, Leute. Schwatzt nicht so laut. Ich finde es... diese Gespräche finde ich einfach super. So, oh. Am Zähne gegessen. Oh, Filmcrew ist vor Ort, Galileo. Ja, müssen wir irgendwas Bestimmtes machen oder kann ich mich einfach frei bewegen, wie ich lustig bin? Wird nicht leichter werden. Okay. Ja. Freizeit. Ah, ich habe gerade Freizeit, okay. Moin, Chip, kann ich mit dir reden? Ah, der verkauft mir Sachen, ich verstehe. Klebeband, Halter, okay. Die dealen ja also mit Werkzeug, ich verstehe, also so mit Utensilien. Guten Tag, Wachmann Chamblays, Wachmann Chamblays 11, der heißt so. Wachmann van Hauerwert, der ist ein Holländer, van Hauerwert. Gut, wir, ja, wir müssen irgendwie Geld verdienen, ich muss mich erstmal hier so ein bisschen orientieren. So, guten Tag, wo bin ich denn hier? Pauline, der kann ich nicht reden. Okay, hier kann man, ist wahrscheinlich Kartoffelschälen. Das sind so Arrestzellen, glaube ich. Okay, rote Tür komme ich nicht durch. Generell durch farbige Türen komme ich, glaube ich, nicht. Ah, doch, gelbe komme ich.
Soll sicher drin sein, Kid. Mal beweg dich. Okay, also in andere Zellen reingehen ist böse. Zumindest wenn ich dabei beobachtet werde. Das hier ist meine Zelle, ne? Nee. Hier oben war die. Das ist meine Zelle. So. Gegenstände. Was? Gegenstände runterspülen. Oh, hier, das Klo ist undicht. Entschuldigung, mein Klo ist undicht. Das riecht etwas bei mir. Hallo? Ist hier irgendjemand, der sauber machen kann? Ich habe leider keine Putzutensilien. Ich brauche dafür Geld, um was zu kaufen. Wer bist du? Parker. Stück Zucker hat sentimentalen Werten. Ich habe es verloren. Wenn du das finden würdest, wäre ich dir so dankbar. Ach so, können wir Quests annehmen, um Geld zu verdienen? Das Klo interessiert keinen. Ja, mich interessiert das schon. Also wenn ich zu Hause ein undichtes Klo hätte, wäre ich halt auch nicht so toll. Naja, gut. Pult von Kidma. Pult öffnen, Pult aufheben. Man kann Pulte steigen, indem man gegen sie läuft. Ah, cool. Wir haben sogar Sachen schon drin. Bekommt sicher einen Eimer zum Spülen. Einfach ist, hier, ich kann einfach hier oben den Wischmopp nehmen und drück das einfach runter. Der ist übrigens auch undicht. Also wir haben Energy Drink, haben wir als Willkommensgeschenk. Das stand, lag bei uns auf dem Bett, ne, wie im Hotel. Hier kriegt man halt Energy Drink, im Hotel kriegt man eine Flasche Selters. Alufolie, Batterie, ein Kamm, ein Magazin und Klebebandrollen. Also ganz gut ausgestattet, ne? Gleich schon 12 Uhr. Die Zeit vergeht aber echt schnell. Mittagszeit. Ah, okay, wir haben wieder Routine. Verstehe, wahrscheinlich gibt es wieder Essen. Ja, natürlich gibt es wieder Essen. So, nein, Moment. Ah, scheiße. Entschuldigung. Ich setze mich hier auf meinen Platz wieder. Das ist jetzt offiziell mein Platz hier in der Ecke. Wobei das eigentlich sehr ungünstig ist, weil jetzt alle hinter mir herlaufen. Moin. Ach, guck mal, Kidma 2 sitzen wir uns jetzt gegenüber. Ich finde es immer so cool, dass wir in die Brille aufsetzen können. Ist zwar nicht die gleiche, wie ich habe, aber sieht schon cool aus. Wie ist der Kaviar? Oh, süß. Okay. Ein Arzt. Oh, der prügelt sich. Oh, der prügelt mit dem Pömpel. Oh, jetzt ist er umgefallen. Bin voller Blut. Was? Gott. Mittagszeit zu Ende. Körper plündern, aufheben, plündern. Okay, wir können also bewusstlose Charaktere plündern. Kann man plündern, aufheben oder fesseln? Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Arbeitszeit. Okay, jetzt muss ich schuften. Oh, wie schnell der auch dahin rennt. So, guten Tag. Wenn du keinen Job hast, musst du das Jobbüro besuchen. Das Reden mit dem Jobbüropersonal wird mit Geld belohnt. Bewirb dich über die Stellenangebote außerhalb des Jobbüros für Jobs. Oh, ist ja richtig komplex hier. Ohne Job bist du nichts. Alles klar. Hier gibt es konkurrenzfähige Löhne. Ja, und wie kann ich jetzt einen Job annehmen? Was ist das hier? Handeln, Schusterei, Postsortieren, Abfallbeseitigung, Malern. Was wollt ihr? Wollen wir schustern? So ein bisschen Briefe sortieren? Wollen wir Abfall, Müll rausbringen oder wollen wir malen? Was wollt ihr denn gerne haben? Post, okay. Sortieren wir mal die Rechnung fürs Personal. Post ist da für Insassen, Wärter und Personal. Sortiere sie. Job vergeben an Robinson. Oh. Können wir nicht machen. Gut. Ich gucke mal sonst so durch. Anforderungen nicht erfüllt. Ja, haben wir die Anforderungen nicht erfüllt. Job vergeben an Milo. Wir können gar nichts machen. Der hat alles rausgenommen. Was haben wir denn jetzt aufgenommen alles? Wir haben ein Taschentuch, eine Socke und einen Fächer. Warum hat er denn einen Fächer dabei gehabt? Haben wir so schnell die Socke ausgezogen. Aber was... Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich machen kann, weil irgendwie ist es entweder ist vergeben oder... ich habe die Antwort nicht. Hallo Kidma. Dan TDM. Sportzeit. Das Trainieren an verschiedenen Geräten im Fitnessraum erhöht die Stärke oder Fitnesswerte auf Kosten von etwas Ausdauer. Ja, komm, hier erstmal ein bisschen Muckis aufbauen.
Stärke, Fitness und Verstand stimmt, sind deine Charakterwerte. Stärke bestimmt den verursachten Schaden, Fitness den Ausdauerverlust und Verstand die Herstellungsfähigkeiten. Vergiss nicht zu atmen. Okay, wie muss ich das denn jetzt machen? RT. Ja, ich drücke RT. Hallo auch. Oh, ich hab Hallo gesagt. Was muss ich denn jetzt machen hier? Zielgesichtet. Ich komme gerade noch nicht klar, was ich hier machen muss. Kampf. Angriff blocken, Zielerfassung umschalten. Hilfe! Was ist denn hier los? Ah, so muss ich das machen. Und nochmal. Bis 50 mache ich doch. Ich gehe gleich zum Duschen. Okay. So, duschen muss ich. Wo sind die Duschen? Muss ich hier runter? Oh Gott, wie groß das hier auch ist. Ah, hier sind die Duschen. So, duschen. La 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 la. Der Wärter steht auf dich. Okay. Fertig, Abendbrotzeit. Okay. Müssen uns halt noch ein bisschen an die Routine gewöhnen. Ich bin schneller als ihr! Aus dem Weg! Essen, 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 essen. Mein Platz! Aus dem Weg! Wir sind hier halt noch eine Lusche, deswegen können wir die nicht verprügeln. Können die mit einer Socke hauen oder abwerfen. Ich habe gerade ein Taschentuch ausgerüstet. Okay. Fertig! Darf ich hier... Oh, da prügeln sich wieder welche. Der Schlagstock ist kaputt. Wie sieht es momentan bei uns aus? Ich habe 10 Geld. Stärke, Fitness, Verstand, Zutat, Taschentuch. Okay. Tagebuch fertigen. Hier haben wir so ein paar Rezepte. Wir müssen da ja auch reinkommen. So. Ich gehe jetzt einfach mal bei mir in die Zelle und dann schauen wir uns mal die Menüs in Ruhe an, würde ich sagen. So, auch gespeichert gerade. Neuer Anpassungsgegenstand freigeschaltet. Oh, okay. Also wir können Kistenboden herstellen. Eine Tasse Tee können wir machen. Provisorische Leiter. Maniküre-Set, damit wir auch schöne Fingernägel haben. Ein Poster können wir herstellen. Topfpflanzen zum Verbrauchen wissen wir noch nicht, wie es geht. Eine falsche Blume. Vorbei ein paar Pinsel. Besuchersets, Holzstrebe als Waffe, Seile aus Bettlaken. Okay. Und hier müssen wir wahrscheinlich erstmal hinkommen. Oh Gott, gibt's viel. Baseballschläger, Attrappen fürs Bett. Das ist einiges. 40 plus. Wie viel haben wir denn jetzt im Moment? 40. Aber wir brauchen 40 plus. Das heißt, wir können im Moment nur die erste Stufe hier machen. Ups, falsch. So, Socke, Taschentuch. Was wir daraus machen können, wissen wir aber nicht, ne? Gefallen, Info, Name. Gut, Tagebuch steht nicht viel. Zeit im Gefängnis, ein Tag. Außer Häftling. Kleidungstyp. Oh, können wir ausziehen. Taschentuch. Wir können eine Socke ausrüsten, können Fächer ausrüsten. Ich pack mal den Rest hier rein. Socke, Taschentuch. Ganz ehrlich, einen Fächer brauche ich eigentlich auch nicht mit mir rumschleppen. So. Freizeit. So, ein bisschen weiter erkunden mal. Entschuldigung. Können wir uns hinsetzen. Guten Tag. Was haben wir denn hier? Instrument spielen. Oh, cool. Instrument spielen? Was ist denn das hier? Das ist ja cool. Aber bringt irgendwie nichts, ne?
Reißt euch alle zusammen. Ach, das ist der Wärter hier. Also der Wächter Bob Ryan. Kann ich mit ihm nicht reden. Wo geht's hier hin? Oh, komm hier rein. Ruhen. Ah, ist das eine Sauna? Sauna geht's hier aber echt gut, was? So ein Relax-Bereich. So, was ist das hier? Hinsetzen. Kann ich hier Computerspiel oder sowas? Hier machen, kann man wahrscheinlich Let's Plays machen. So, ah, hier haben wir wieder was. Sachen kaufen. Die haben alle unterschiedliche Sachen. Sie räumen die hinter sich auf. Irgendjemand spielt hier Mutter Monika. Mit denen kann ich aber nicht reden. Nur mit den Leuten, die irgendwas über dem Kopf haben. Also eine Quest oder Post. Post, sag ich schon. Was verkaufen können. Ach, guck mal, das ist der Robinson. Nun, man hat mich wieder eingesperrt, aber keine Sorge, ich stecke voller Ideen, wie ich in einen Ort wie diesen entfliehen kann. Tatsächlich habe ich den Knast schon durchschaut und alle Schwachpunkte entdeckt. Willst du gerne erfahren, wie man flieht? Sag mir einfach, welche Fluchtmethode dich interessiert. Hackenstein, Graben. Nee, komm, lass mal. Ich würde das ganz gerne erstmal selber rausfinden wollen. Hier kommen wir nicht durch. Offen. Bradley, hallo. Okay, bis 22 Uhr haben wir wahrscheinlich Zeit. Mal, der schläft. Guten Tag. Appell! Antreten! Wie die alle am Rennen sind, sogar die Wächter, die Wärter. So. Aber ich finde es bisher eigentlich ganz cool, ne? Vor allem finde ich cool, dass die merken, wo wir stehen. Dass jetzt nicht einer bei mir, versucht, in mich reinzugehen, sondern sieht, okay, da steht schon einer, dann gehe ich woanders hin. Gut, ich habe nichts gesagt. Okay. Ich habe tolle Nachrichten. Die Idioten, deren Zellen heute untersucht werden, sind Evan und Casey. Okay. Von mir aus können die bei mir auch rumschnüffeln, ist kein Problem. Ich habe nichts, was ich verstecken muss. Wenn das Licht ausgeht, wird von Spielern erwartet, in ihren Zellen zu gehen und dort zu schlafen. Wenn alle Spieler sich entscheiden, in der Nacht zu schlafen, wird die Zeit bis zum Morgen darauf beschleunigt. Ja. Licht aus. Wir hauen es mal hin, würde ich sagen. Bzzzt. Der Zugriff auf das Menü anderer Charaktere erlaubt dir, ihr Profil anzusehen und den Gegenstände zu schenken. Manche Insassen haben gefallen oder verkaufen die Gegenstände. Was haben wir schon rausgefunden? So, also 7 Uhr morgens ist immer Appell, dann gibt es gleich Frühstück. Ah! Wie heißt der? Staszczek Igracek. Ich weiß gar nicht, ob das zufällig generierte Namen sind oder ob das echte Spieler sind. Wie findet ihr euch zurecht? Ich muss gleich gehen, Ei am Herd. Ja, da draußen ist grausam. Ja, bla bla. Heute filzen wir die Zellen von... Ich möchte. Drew und Parker. Gut. Bleib mal. Okay, ich muss hier bleiben. Jetzt aber! Das Pult von Parker wird durchsucht werden. Das Pult von Drew wird durchsucht werden. Ja, gucken wir gleich mal. Erstmal essen. Wir wissen halt noch nicht, wo die Zellen von wem sind, ne? Wie der Robinson da einfach mit seinem Pümpel läuft. Oh, Kidma 2 setzt sich neben mich. Der ist voll der gute Kumpel. Nom nom. Mag ich. Bitte, das Besteck ist nicht zum Spielen da. Oh, da prügeln sich wieder zwei. Mit Superkräften. Voll dieser aufgeladene Schlag. Ich stell mir das gerade vor, wenn du wirklich im Leben jemanden schlägst, dann immer so.
Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, könnten wir denn die Zellen von den Leuten finden? Bild von Wesley. Den lassen wir mal. Pult von Hillary. Wo bin ich jetzt? Also, ich bin draufgegangen gerade. Pult von Billard. Robin. LOL. Pult von Drew. Von wem wird das? Von wem wird das nochmal durchsucht? Nochmal kurz, okay. Von Drew! Oh, okay. Da kann ich doch bestimmt mal was rausnehmen, das fällt dann nicht auf. Welcher Taste? Oh, guck mal, eine Taste nehme ich mal mit. Funkempfänger. So, die machen wir mal hier rein. So, ein Funkempfänger, Waffe und Zutat. Aber das kommt erstmal ins versteckte Fach. Tasse. Zutat, 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 Zutat. Macht es Sinn, die Tasse auch zu verstecken, weil es ja eine Waffe ist? Oder ist es egal? Was können wir denn jetzt im Prinzip machen schon? Tasse Tee, provisorische Leiter, Maniküre-Set. Wir können ein Poster herstellen aus... Ein Poster ist ein Werkzeug und wird aus... Jetzt haben wir draufklettert. Hier aus Magazin und Klebeband hergestellt. Aber ich weiß nicht, was uns das bringen soll. Topfpflanze, falsche Blume, vorbereiteter Farbpinsel, Besucherset. Ich mach das einfach mal... Ich nehme mal hier Magazin, Klebeband raus. Dann mache ich mal ein Poster. So, jetzt habe ich ein Poster. Was kann ich damit machen? Werkzeug. Ausrüsten. Gegenstände nutzen. Ein Gegenstand muss zur Nutzung angelegt sein. Gegenstände haben verschiedene Nutzen. Das geht nicht. Aber woher weiß ich denn jetzt, was das kann? Ich würde halt einfach gerne wissen, was ich damit machen kann. Ich habe jetzt ein schönes Poster. Ja, klasse. Oh, nicht hinsetzen. Nehme ich das halt erstmal wieder ab. Na, Prozent. Also wir müssen natürlich nicht immer bei den Essensgeschichten und so mit dabei sein zwingend. Aber es hat Vorteile, damit man sich eben nicht verdächtig macht, wenn man immer da ist. Und solange wir keine Notwendigkeit haben, eine Mahlzeit auszulassen, würde ich sagen, brauchen wir es auch erstmal nicht. Etwas weingefällig. Oh, die prügeln sich wieder. Ich glaube, die auszunehmen, während da die Wächter daneben stehen, ist nicht so gut. Boah, die können aber relativ schnell die Person tragen. So, die hauen sich wieder. Nimm den Ellenbogen aus meinem Essen. Ich finde aber diese Essensphasen sind immer sehr gut, um auch mal auf den Chat zu gucken. So, Arbeitszeit. Dann schauen wir mal, ob wir heute irgendwie einen Job bekommen. Guten Tag. Hallo Arbeitssuchende. Ich bin ein Mann. Der Gefängnisbranche braucht dich. Können wir den nicht ignorieren? Ich muss los. Okay, ich habe Geld bekommen. Malerei. Okay, was denn? Oh, für Job bewerben. Oh, wir könnten jetzt malen. Was brauchen wir denn für Post sortieren? Job vergeben an Robinson. Graffiti entfernen. Okay, komm, wir machen einfach mal Malerei. Weil wir es einfach machen können gerade. Für Job bewerben.
Deine Bewerbung war erfolgreich und du hast nun diesen Job inne. Arbeit soll. Ich muss zuerst vorbereitende Farbpinsel ausrüsten. Was? Ich habe aber keine. Moment. Ne, wie war das hier? Vorbereitete Farbpinsel. Da brauche ich einen Pinsel und eine Farbdose für. Ich habe weder das eine noch das andere. Wo kriege ich die denn jetzt her? Das ist aber sehr unschön. Was ist das denn hier? Handeln? Nachricht von einem Freund. Ja, diese Doppeltür liegt ein Aufenthaltsbereich, den die Kameraleute nutzen, wenn sie gar nichts aufnehmen. Dort gibt es vielleicht etwas Ausrüstung, die man sich leihen könnte. I see. Aber wie komme ich denn an die Sachen dran? Gut, ich habe meine Arbeit so erstmal nicht erfüllt. Training, Fitness. Okay. Ach, so geht das. Oh Gott, das wird immer schneller. Und der Balken immer kleiner. Bin zu müde, um weiterzumachen. Kann ich nicht schon Pause machen? Ich bin völlig erschöpft. Herr Wärter. Wachmann. Cinnamon Toast Ken. Gesundheit 100, Stärke 50, 15. Oh, wir könnten natürlich wahrscheinlich auch eine Wächterklamotte uns mitnehmen. So. Oh, wir steigern unsere Werte alle. Das ist gut. Die können dadurch auch. Okay. Ja, jetzt in den Duschen. Gut. Ah, Duschen regeneriert auch die Ausdauer. Das ist gut. Ey, der Abfluss ist verstopft. Rum. Hey, warte. Ich will eine Farbdose haben, Mann. Wenn ich die jetzt verprügel, dann werde ich aber angegriffen. Das ist nicht gut. Profil 50-50-50. Verdammt, die laufen alle zusammen. Jetzt kann ich die gerade nicht anhauen. Oh. Wie hau ich denn? Ich glaube, ich muss eine Waffe ausrüsten. Ich kann nicht mit der Fäuste kämpfen. Schade. Ich dränge mich mal vorne. Das ist mein Platz. Aber wie können die diese Superschläge ausrüsten? Bin zum Knuddeln, was? So, jetzt haben wir wieder Freizeit, okay. Also, wir brauchen diese Farbdose. Dann gucke ich doch mal, ob ich vielleicht nicht noch irgendwie eine Waffe ausrüsten kann. Ich hatte doch die Tasse. Auf der anderen Seite will ich die aber. Die kann ich auch für. Ja, komm. Hab ich die jetzt auch. Jo. Oh, das wollte ich nicht. Ich weiß noch nicht, wie es. Tempo hoch, Reichweite niedrig, Schaden niedrig. Schön ist natürlich, es ist der nicht mehr da, den ich überfallen wollte. Die ist ärgerlich. Wie viel Geld habe ich? 20. Alles klar. Vielleicht sollten wir einfach mal eine Quest oder sowas machen.
Hier, ja, zum Beispiel eine Quest. Stoschek i Krackcheck. Wie erniedrigend, ich liebe die Post. Ach so. Jetzt ist die Quest weg. Oh, da ist er. Wie kann ich denn angreifen? Sag mal, kann ich hier irgendwie... Hier von Option, Steuerung... Also mal so primäre Internet, das will ich jetzt gerade nicht. Wo ist denn die Steuerung? Das ist die Steuerung für Tastatur, aber ja, das ist schön. Kampfader, wie man spielt, Kampf, okay. Greife an mit RT, blocke mit LT. Ah, okay. Ziele dann zu durch. Ah, okay. Laufe Ziele mit R, wenn die Gesundheit eines Charakters nur übrig, dann können Sie in Krankenstation besser führen. Okay, verstanden. Da ist er. Natürlich nicht, wenn ein Wachmann daneben ist. Hier sind sehr viele Wachmänner. Ah, so kann man. Visieren. Ha, verdammt, es sind so viele Wachmänner hier. Bleib stehen! So. Hä? Wo ist denn jetzt... Der sucht gerade noch den Farbeimer. Warum hat er jetzt keinen Farbeimer mehr? Was soll das denn? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Nö, also das... So, was haben die denn so alle? Waschbrett, alte Schachtel. Einfach schnell mal noch mitnehmen, was geht. So, eine Tasse habe ich jetzt noch. Familienfoto. Oh. Ich habe ihm das Familienfoto geklaut. Okay, das ist sehr kacke. Ein Baseball. Klebstoff. Draht. Warte mal, komm, den verstecke ich auch nochmal. Ein Waschbrett. Ist auch eine Zutat, ne? Ein Draht. Okay, wir haben sehr viel Zeug. Wir müssen einfach mal gucken, dass wir damit mal ein bisschen was machen können. Wir müssen schlauer werden. Ja, jetzt habe ich viele Sachen, aber nicht die Sachen, die ich gebrauchen kann. Was ist denn, wenn ich uns einfach mal ein bisschen rumbastel? Waschbrett, Draht... Taschentuch. Da geht es jetzt wieder Appell, ne? Ja, okay. Gucken wir gleich. Wenn ich mich auch einfach hinsetze. Ja, okay, das geht. Ja, die können sich alle da hinstellen und ich setze mich währenddessen. Achso, das geht nicht. Ja, gut. Schade. Danke, dass du dich in mich reinstellst. Hallo, Robinson. Seht, was wir erreicht haben. Dass sie immer so reden müssen. Das soll ein Zellencheck sind... Trimley und Mar. Mar. Pult von Trimley und von Mar wird durchsucht. Nein. So, wir wollten ja jetzt ein bisschen basteln.
Draht, ich nehme mal so ein paar Sachen raus. Taschentuch, Alufolie, Klebstoff, Waschbrett. So, und wenn ich jetzt... Passiert nichts. Passiert nichts. Ja, ohne Rezepte schwierig. Funkempfänger, Waffe, Zutat. Oh, ich kann nicht mehr raus, verstehe. Na gut. Im Prinzip kann ich vielleicht hingehen und dient für den Enterhaken. Eine Sichel ist das. Ja, danke, danke. Hier. Ich will mich denn in eine Reihe stellen, Mann. Was, wie heißt der? Mr. Williamo? Ist er weg, ne? Ich kann mal gucken, ob ich ein paar Sachen vielleicht verkaufen kann auch. Spülbecken sind keine Klos, wie auch immer das war. Iii. Billard und Sepsen heute dran. Gut. Du bist ein Trottel. Dann gucken wir gleich mal bei... Also Billard war ja bei dem Zimmer so schräg gegenüber von mir, glaube ich. Kammesser. Oh, schade. Kann ich mit dem Filmteam eigentlich sprechen? Kameramann. Wela Crew. Mike Rophone. Die haben aber immer alle 50-50-50, ne? Neuer Anpassungsgegenstand freigeschaltet. Aber wo sehe ich das eigentlich, welche ich freigeschaltet habe? Die hauen sich da erstmal... Ich schaue erstmal nach dem... das ist hier... Nee, das ist Taylor. Evan. War der noch weiter unten? Drew. Moin! Ja, verdammt, jetzt kommt er auch noch hier hin. Kacke. Robin. Warmsee. Hillary. Ja, da ist er. Was hat denn der so Schönes? Büroklammer. Okay, und eine Milchflasche. Kann ich aber auch nicht wirklich gebrauchen. Bleichmittel, Waffe, Zutat. Okay, den kann ich... Geld... Gegenstand, aktuelle Meinung geben. Gut, dann kann ich also ein paar Sachen rüberschieben. Ich muss mich also ein bisschen reinfinden. Also. Mr. Williamo, der wurde denn heute noch... Ah, wie kann ich das denn... Ich weiß immer nie, wie ich das sehen kann. Nein. Okay, jetzt habe ich was markiert, das wollte ich gar nicht. Graben, hacken, sägen, kennt man es? Nein! Entschuldigung. Also es ist sehr, sehr komplex. Ne? So, guck mal, wir können ja mal schauen, ob wir Quests machen können. Minzbonbon.
Die wollen aber immer Sachen haben, die ich nicht habe. Hier, ich brauche immer noch einen Farbeimer. Ich habe Chip deutlich gesagt, dass ich kein Interesse habe, aber ich werde einfach nicht Ruhe lassen. Dresche soll die Message. Dresche soll der Message nachbringen. Chip. Alles klar. Verprügel Chip. Wo ist ein Chip? Dann mache ich fertig. Wo bist du? Chip. Wie kann ich denn. Casey, kann ich die Leute auf der Karte irgendwie. Wärter, Insassen, Sanitäter, Wartung. Gefallenen Ziel. Ah, guck mal, so kann ich auch suchen. Dann brauche ich nicht überall rumlaufen. Bulls. Ah, der kommt ja jetzt wahrscheinlich eh zum Mittag. Ich brauche gar nichts essen. Mal gucken. Primly, Casey. Alexis. Nico. Jetzt kommen sie alle. Drew. Robinson. Hillary. Jody. Melissa Williamo. Evan. Da ist der Chip. Der hier ist das. Ich merke mir nicht. Ich merke mir dein Gesicht. Mach dich fertig. Ach, guck mal, der wird sogar hier angezeigt. Wir müssen nur warten, bis der nachher wieder rausgeht. Weil wenn ich ihn jetzt hier verprügel, dann werde ich verprügelt von den Wächtern. Ich rüste dann aber nochmal die Tasse aus. So, Arbeitszeit. Wow. So, beweg dich, Kipper. Nein, lass mich. Entschuldigung. Entschuldigung, das wollte ich doch nicht. Komm in die Gänge, Kipper. Ja, ist ja gut. Ich gehe arbeiten. Ich gehe arbeiten. Ich musste eine Quest erledigen. Tut mir leid. Arbeitszeit? Gib mal, du bist zu spät. Entschuldigung. Ah, hier kann ich die Sachen holen. Alles klar. So, wie kann ich denn jetzt. Warte mal, ich muss einen vorbereiteten Farbpinsel machen. Malerei, nimm einen Farbpinsel und einen Eimer mit Farbe aus dem Container. Verbinde sie und stelle einfach meinen Farbpinsel her. Aber ich kriege immer nur Farben. Ah, jetzt habe ich einen Pinsel. Alles klar. So, hier Graffiti entfernen. Ah, Vorbereiter, Farbpinsel. Alles klar. So. Okay, meine erste Warnung. Arbeitszeit. Ja, ich muss doch erstmal reinkommen. Entschuldigung, ich musste gerade noch jemanden verprügeln. So, komm, ich mach mal hier wieder ein bisschen was für den großen Starkwerben. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie es geht. Auf 60 gehen wir wohl in 10er Schritten. So. Alexis, Junge, hat meine Malutensilie in der Toilette runtergespielt. War offen. Malutensilien? Okay. Boah, wie die am Tricksen sind hier. Und ich gehe schon wieder hier raus.
duschen wir heute mal hier. Du hast geschaut. Ruf mich an. So, wir haben jetzt 60, 52, 40. Und wir können natürlich noch mal gucken, dass wir... vorbereiteter Farbpinsel. Ich rüste das mal als Waffe wieder aus. Okay. Komm mal raus. Abendbrotzeit. Ich gehe sofort hin. Ich will noch mal eben ganz kurz... Oh, das schaffe ich gar nicht zeitlich, ne? Ich wollte noch mal eben gucken bei den Raum, wo wir den Pinsel und sowas her haben, ob ich noch mal einen Eimer oder sowas kriege, um eine provisorische Leiter oder sowas zu bauen. Aua! Nein! Entschuldigung! Ja, weil ich jemanden beklaut habe hier. Hilfe! Was soll ich jetzt machen? Ich kann halt nicht... So, Freizeit. 88... 87. Muss ich jetzt die ganze Zeit vor denen fliehen? Okay, meine Gesundheit geht da wieder hoch. Ja, und das baut sich halt wieder ab. Alarmierung. Alles klar. Die prügeln sich da jetzt. Was hast du vor, Kidma? Ich habe gar nichts vor. Ich bin nur in meinen... Ja, ich habe ein Auge auf dich, Kidma. Ja, ich traue mich gerade nicht, da irgendwas zu machen. Habe ich eigentlich... Okay, das Geld kriege ich automatisch. So, und jetzt... Wir haben das ja gerade im Tutorial schon gelernt. Wenn wir eine Seife mit einer Socke kombinieren, dann kriegen wir eine Sockenkeule. Ups, hab ich nicht. Die packe ich aber auch mal hier ins Versteck. Vorbereiteten Farbpinsel haben wir. Wir haben sehr viele Sachen hier drin. Set. Die Sachen fehlen uns aber immer an. Hier provisorische Leiter, Teebeutel, Zucker. Was willst du denn hier drin? Hier wird geredet, so viel. Wann hast du Lust, Strategie an die Klappe zu halten? 75! Klar. Jetzt hau ab. Das ist mein Zimmer hier. Rausgenommen. So, dann gehen wir die nochmal eben verhauen. Haben wir wieder 100%. Was ist denn der? Hol Peitsche, hol Rasierklinge, hol Klebeband. Ah, okay. So funktioniert das. Klebeband, haben wir. So, ich muss aber ein paar Sachen ablegen, sonst passt das nicht alles ins Inventar. Peitsche, Rasierklinge und Klebeband. Die sind da oben, die Sachen.
Schön, dass du immer weißt, wo alles drin liegt. Eine Rasierklinge. Und Klebeband. Und der Robinson. Peitsche. So. Fertige, tolle Peitsche. Oh, so kriegen wir dann also auch neue Rezepte beigebracht. Finde ich gut. Ich gehe dann mal eben in mein Räumchen hier rein. So, zack, zack, zack. Ich komme hinter. Ich sollte klüger werden. Ja, mein Inventar ist voll. Okay, wir müssen auf jeden Fall klüger werden. Ich hoffe, das hat kein Zeitlimit. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Annahme der Quest schon stand, wie klug man dafür sein sollte. Wie klug muss ich überhaupt sein? Steht das hier irgendwo? Nein. Tolle Peitsche. Nun Schakus. Ja, ich glaube, so intelligent muss ich nicht sein. Oh! 70 plus! So, wer ist jetzt dran? Ich habe es nicht mitbekommen, Entschuldigung. Chip und Taylor, alles klar. Es hackt. Gut, ich habe jetzt noch einen Eimer. Wie sie mit Eimer rumrennt. Okay. Ja, kann ich. Ich glaube, das wird nichts. Okay, wir kriegen aber keine negativen Punkte, wenn wir irgendwas abbrechen. Das finde ich gut. Mach jetzt hin und ich werde dich entlohnen. Nee, das machen wir nicht. Kannst du mir beim Suchen helfen? Also, jetzt mal Baseball-Sauer, ich erinnere mich. Okay, den können wir ihr auf jeden Fall geben. Finde Baseball von Hillary. Brauche Wärterkleidung. Ich guck mal eben, ich hoffe, das schaffen wir noch. Farmsy und Parker sind dran. So, ich hole mal eben. Ich weiß nicht, ob das ein bestimmter Baseball sein muss oder ob ich irgendeinen nehmen kann. Nehmen wir Baseball mit. Ach ne, es muss ein bestimmter sein. Okay, gut, dann kann ich den anderen wieder zurückpacken. So, oh, ich muss mal Yumi geben. Moin! Das ganze, dieses X die ganze Zeit. Der Baseball von Hillary, habe ich den nicht dabei? Wie ist denn die Hillary überhaupt? Ach, hier. Nein. So. Zurückgegeben, kriegen ein bisschen Geld. So. Ja, wir gucken mal, dass wir ein bisschen intelligenter werden. Kann ich sehen, wo die Hunde, Läden. Ich weiß noch gar nicht, wo die Bücherräume sind. Handeln, handeln. Ich möchte ein bisschen lesen. Ah, hier war das, glaube ich. Lernen.
Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Verstand deines Charakters zu erhöhen. Ein erhöhter Verstand erlaubt dir, mehr Anleitungen zur Herstellung oder Gegenstände zu nutzen. Ah, ich müsste einfach zwischenbleiben. Ist ein bisschen wie bei Stardew Valley das Angeln, finde ich. So, 50, 52, 51. Zu müde. Gut, jetzt sind wir halt total groggy. Mal gucken, vielleicht können wir mal schnell irgendwas zu uns nehmen. Ups, wollte ich gar nicht. Dann kriegen wir hier nämlich auch mal ein bisschen Platz wieder. Energy Drink. Nein. So, hab ich genommen. Und ich brauche jetzt auf jeden Fall gleich wieder hier Farbe und so. Nehme ich mal mit. Ich muss mich jetzt gleich arbeiten. Ach nee, erst mal Mittag. Kann ich jetzt auch schon arbeiten? Wahrscheinlich nicht. Oder? Komm, ich probiere einfach mal. Sind hier Graffitis? Oder ploppen die erst auf, wenn ich in der Arbeitszeit? Ist aber ungewöhnlich. Das ist so. Ich muss beim nächsten Mal besser präsentieren mit Häftlings, damit das klappen. Kannst du mir helfen? Wie heißt das? Achso, Monoopfer war die Quest. Mittagszeit. Wege sind echt weit, ne? So. Guck mal, da geht die Ausdauer wieder hoch wie sonst was. Kann ich die anmalen? Und sonst so, wie geht's euch? In die Runde gefragt, oh, Garnelen gibt's? Oh, geil. So, jetzt aber Arbeitszeit. Gucken wir mal, dass wir was machen können. Guck mal, jetzt sind die Graffitis da, merkwürdigerweise. Erledigt. Wo haben wir denn noch mehr Graffitis? Ah, guck mal, da ist noch mehr. Okay, muss ich wieder herstellen. Vor allem die immer zu finden, wird schwierig. Oder zeigt mir der gelbe Pfeil einfach eins an, wo auch was ist. Guck mal. Ah, sehr gut. Ja, da ist wieder eins. So, ich habe meine Arbeitssoll erfüllt. Nichtsdestotrotz mache ich nochmal wieder einen neuen Pinsel. Gut. Also es ist ganz einfach hier mit dem ein bisschen malen. Gut. 85 habe ich schon bekommen.
drin. Kann ich ja. Kann ich da rein? Okay. Ich habe Geld bekommen. 115. So, ein bisschen diesmal wieder Ausdauer. Ein bisschen schneller. Zu müde. Aber wir sind mittlerweile 60, 52, 60, 62, 53, also wir haben alle schon überholt. Einen wunderschönen guten Abend, Tobagoki. Grüße dich. Ich hoffe, bei dir geht's gut. Hier ist alles bestens. Also wir sind im Knast. Was erwartet man da schon? Gerade Sportunterricht, gleich gibt's in die Duschen. Ich hoffe, bei dir läuft's ähnlich gut. Oh, bin ich jetzt im Fernsehen? Oh, hallo. Ich bin hier schon seit 4 Tagen. Okay. Interessiert sich scheinbar nicht für mich. Ich bin einer der 100% Spieler. Also alles mitnehmen, was geht quasi. Anpassungsgegenstand freigeschaltet. Trotzdem wäre immer schön zu wissen, was... wo die Sachen sind, die wir freischalten. Nehmen wir hier unsere Tasse in die Hand. Aber 100% ist auch kein Problem. Also bei manchen Spielen mache ich das auch mal ganz gern. Wobei für Let's Plays auch manchmal schwierig, schwierig. Also bist du ein Nubichen oder so? Das ist mit Ironie, was ich immer sage. Ach, alles gut. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich sofort darüber aufregt, um Gottes Willen. Wir haben alle Spaß hier miteinander. Aber in diesem Spiel, ja, bin ich, kann man so sagen, bin ich ein bisschen noobig. Das ist unsere erste Runde. So, wir müssen zwar nicht essen, aber ich nehme trotzdem ein Tablett. Oh, ich habe selber Hunger. Oh, da wird sich sofort wieder geprügelt. Gibt es hier noch irgendwelche neuen Quests? Gepolsterte Häftlingskleidung, das kennen wir schon. Tube mit Talg. Talkumpuder. Okay. Also bist du ein Epic oder ein Steam-Player? Grundsätzlich bin ich lieber auf Steam unterwegs, einfach weil mir schon das Interface besser gefällt als bei Epic. Aber manche Spiele habe ich auch im Epic Store. Und The Escapist 2 ist jetzt eins von den Spielen, die ich im Epic Store habe. Aber die meisten sind Steam. So, wir haben Freizeit. Ja, wir können im Prinzip nochmal vielleicht ein bisschen was lernen. Sad. Naja, der eine so, der andere so, ne? Wie gesagt, mir gefällt persönlich das Steam-Interface ganz gut. Aber wer natürlich lieber auf Epic unterwegs sein möchte, yes. Es sind letztendlich zwei Plattformen, die beide die Möglichkeit bieten, Spiele zu holen. So, 66 haben wir erreicht. Epic ist halt der letzte Müll, sonst hätte ich dir helfen können. Ach, alles gut, wir spielen ja jetzt erstmal alleine durch. Es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt hier auf Teufel komm raus durchspielen wollen. Wir spielen das ganz entspannt durch. Also durch sowieso nicht, wir spielen die Sachen ja sowieso immer nur an, hier in dieser Runde. Weil alles andere würde ich eher als Let's Play sonst machen. Ja.
gerade gar nicht. Ich vergesse mal, wie ich hin und her schalten muss. Also wir können jetzt alles mit 60 plus herstellen. Oh, Energiemodul können wir machen. Schmuggelwerkzeug. Kuchen zum Verbrauchen. Hübsches Gemälde. Und halt Holz, ne? Geschichtete Häftlingskleidung. Aber wir brauchen natürlich irgendwann auch etwas, womit wir hier rauskommen. Sprich mal mit Robinson und lerne das schneiden. Ja, mit dem müssen wir noch irgendwann sprechen. Ich habe es jetzt erstmal ein bisschen zurückgestellt, weil ich erstmal hier so ein bisschen Übersicht gewinnen will über alles. Ich würde vielleicht nochmal. Pult von Nico. Haben die vielleicht noch irgendwas Spezielles dabei? Oh, guck mal, Holz. Das können wir gut gebrauchen. Woher weißt du, dass ich da drin bin? Achso, weil er durchgucken kann. Das wirst du so oft, aber das musst, du musst das lernen. Okay. Ja, müssen wir vielleicht gegebenenfalls mal mit ihm sprechen. So, wir haben ein Stück Holz. Jetzt hatten wir ja sehr viele Rezepte mit Holz tatsächlich. Was war das denn? Hier, Peitsche zum Beispiel. Holz, Schnur und... Ah, ich habe kein Klebeband mehr. This is sad. Okay, jetzt ist es hell. Oh, Kippma 2 kommt. Der verkauft mir sogar Brecher. Fächer für 50. Wenn du auf Steam spielst und so weiter, dann mach es nicht als Let's Play, sondern mehr Stream-Highlights. Sowas mache ich grundsätzlich nicht so mit Stream-Highlights. Also habe ich noch nie gemacht und da bin ich auch kein Freund von. Insofern. Wir haben halt unsere Art hier auf dem Kanal. Schon seit vielen Jahren jetzt mittlerweile. So, Robinson, was ist. Schneiden. Oh, schneiden. Bevor wir uns in die Arbeit machen, möchte ich sicher gehen, dass ihr den Aufgaben. Strassek, Nico und Strassek sind dran. Möchte ich sicher gehen, dass ich den Aufgaben anvertrauen kann. Ich habe keine Karten einen Ort. Ich habe auf der Karte einen Ort markiert. Eine Notiz von mir genau gesagt, ließ sie folgen im grünen Pfeil. Notizen sind die angekommen, dann zu mir zurück. Okay. Achso. Jetzt ist erstmal Nacht. So. Wir spielen es hier nur an. Also bei Nicht-Geburtstag spielen wir die Spiele lediglich an. Und je nachdem, wie das Spiel halt ist, ob ich weiterspielen möchte, ob ich sage, oh, da habe ich richtig Lust drauf, entscheide ich dann anhand dessen, ob ich sag mal, das Ganze dann noch im Stream weiterverfolgt wird, als Let's Play gemacht wird und so weiter. Kein solcher Möglichkeit wie ein Wiki. So. Ja, gute Fortschritte gemacht, bla bla, jetzt noch wieder reden. Gucken, sind wir jetzt mal dran? Chip und Strassek wieder. Wir sind irgendwie nie dran. Vor allem, was filmt das Team eigentlich die ganze Zeit? Bleichmittel, gucken wir mal, was wir hier noch im Quest haben. Sanitäterkleidung, muss ich halt einen Sanitäter wahrscheinlich verprügeln, der. Oh Gott. Zuvor, wenn jemand
Plümmel schafft den Abfallbeseitigungsjob nicht. Stiftet nur Chaos. Ihn zu feuern wäre in jedermanns Interesse. Okay. Schaffe ich es denn, dass irgendjemand gefeuert wird? Gut, ich mache es jetzt sowieso nicht, also Becher. Das ist erstmal nicht so schlimm. Häftlingskleidung. Hallo. Wieder in die Kamera gucken. So, jetzt haben wir gleich Freizeit, können wir die Quest weitermachen. Das Spiel lohnt sich. Da zweifle ich überhaupt nicht dran. Bisher ist es ganz nett auf jeden Fall. Wir müssen dann hier runter. Ah, im Pausenraum, okay. Draußen? Geh durch die lilafarbene Tür. Ich komme aber nicht durch die lilafarbene Tür. Dann brauche ich doch einen Schlüssel. Ah, doch, komme ich doch durch. Hier war ich noch nie. Es gibt einen ultrakranken, geilen, einfachen Ausbruch. Das wäre ja zu einfach. Nachricht von einem Freund. Die Wärter patrouillieren an diesem Zaun nicht. Er ist der perfekte Ort zum Fliehen. Sei aber vorsichtig, die Wachtürme sehen, wenn man sich tagsüber in den Zäunen zu schaffen macht. Nutze Werkzeuge wie Seitenschneider, Pfeile und Trennseile zum Schneiden. Okay. Kehre zu Robinson zurück. Hallo, Hundi. Es gibt immer zwei Möglichkeiten im Single und eine im Multi. Nie so schöne Musik hört. Ja, stimmt, das hatten wir ganz am Anfang gesehen mit dem Multiplayer, wo noch andere hätten joinen können, auf jeden Fall. Hallo, wo ist denn? Ach, der ist ein Stockwerk über mir. Jetzt ist er nach unten gegangen. Doch mal stehen, Mann. So, hallo. Oh nein, jetzt habe ich sie gelesen. Scheint besser. Tut mir leid. Okay, wir müssen jetzt ein Bettlaken, Kissen, also zwei Kissen und ein Bettlaken holen. Kriegen wir hin. Ja, ist nicht einfach, aber wenn man ihn kennt, dann Rekordzeiten. Oh, da ist noch ein Klebeband gewesen. Brauche ich auf jeden Fall auch noch. Kissen. Noch ein Bettlaken. Okay. Alles zusammen. Fertige Attrappe fürs Bett. Können wir das machen, während wir im Pausenraum sind? Also fällt das da nicht auf? Aber wir probieren es mal. Attrappe fürs Bett. Okay. Ja, wir haben keinen Plus bekommen auf Auffälligkeit. Platziere die Attrappe fürs Bett in deinem Bett. Jetzt wegbleibe. Wie sehr fällt es auf? Nein. Nein, nicht hinlegen, Mann. So. So, Mittagszeit. Jetzt ist Arbeitszeit. Guck mal im Crafting-Menü nach dem Item namens Audio-Tor. Aufnahme, okay. So, wir arbeiten jetzt erstmal. So, wir haben ein bisschen Geld. Ich
Ich mag es auch einfach hier ein bisschen zu arbeiten und so den Tagesablauf zu gestalten, muss ich ehrlich sagen. Aber wir brauchen wieder neue Farbtöpfchen. So. Dann hier eins wegmachen. Die sind immer an der gleichen Stelle, ne? Macht's natürlich auch ein bisschen monoton. Ja, guck mal, hier ist schon eins. So. Arbeitsrolle erfüllt. Kehre zu Robinson zurück. Machen wir mal schnell. Wo wir gleich wieder die Sportzeit haben. Beim Job sind dann links, da sind Pulte. Ja, das habe ich tatsächlich sogar schon mal gesehen. Oh, was macht denn der da? Ach, Postsortieren wahrscheinlich. Ich komme gerade nicht an ihn ran, aber er kommt jetzt sofort raus. Geil. Was will ich auch haben? Einfach nur, weil es cool ist. So, jetzt aber. Welche Auszeichnungszeit Zeit geht weiter. Pfeile, Klebebandrolle. Wir machen jetzt erstmal Sport. Ich bin ja schon da. So, heute ist wieder ein bisschen Stärke. Blum, blum, blum. Bist du cool oder ein Robinson-Fan? Wie meinst du das jetzt genau? Robinson Crusoe? Für mich ist das immer der Robinson Crusoe einfach. Okay. Und ab in die Duschen. Bist du uns nicht fremd? Okay. Macht aber keine komischen Sachen in der Dusche, wo ich noch duschen könnte. Ich schleiche mich mal kurz weg. Bestimmt keiner. Also eine Pfeile. So, cool. Alles gut. Wir haben jetzt keinen Stress. Also ich bin für Tipps immer dankbar, gar keine Frage. Aber bitte respektieren, dass ich das so spiele, wie ich es gerne spielen möchte. Wo ist denn jetzt hin? Achso, Abendbrotzeit. So, mittlerweile. Achso, wir haben ja geduscht, deswegen sind wir wieder full of top. Und wir waren schwacher Seitenschneider. Okay. Dann machen wir den mal. Bring a item to craft zu Robinson. Der räumt mit doch selber ab. Was ist denn überhaupt? Ist der gar nicht hier? Ach doch, da sitzt er. Ich hab jetzt nach dem roten Ausrufezeichen geguckt. So, du wirst warten müssen, bis die Lichter aus sind, bevor du fliehst. Denke daran, dass du beim abendlichen Appell anwesend sein musst. Ich habe deine Karte und dein Tagebuch aktualisiert, damit du weißt, wann dein Plan losgeht. Alles klar. Warum ist es halt der eine und die Crew das andere? Warte, bis wir auf dich appellen und weitere Anweisungen. Okay. Na toll.
So, ein Klebeband habe ich dann jetzt noch hier. Was wollte ich nochmal machen? Klebeband. Achso, warte. Nicht die Batterie. Einfach nur aus Prinzip. So, und da konnten wir doch jetzt da die Peitsche herstellen. So, stelle dich und du wirst in alles aufgebracht. Dein Inventar wird konfisziert. Nein, ich will mich nicht stellen. Okay. Ich glaube, wir werden jetzt im ersten Durchgang erstmal gucken, was der Robinson uns da so an die Hand gibt. So, erstmal ein bisschen lernen. Dann sind wir auch, haben wir die 70er-Grenze überschritten, dann können wir zumindest alles herstellen. Aber nicht zu viel, weil wir brauchen, glaube ich, gleich noch Ausdauer, um auszubrechen. Komm ich nicht rein. Hab ich noch irgendwas, was ich vielleicht trinken kann? Fächer, Poster. Ehrlich. Okay. Wir haben vielleicht noch was. Einfach mal eben Tube mit Teebeutel. Oh, cool. Lass uns mal einen Tee machen. Was gibt's für? Tasse Tee. Wow. Kann ich gar nichts mitmachen. Davon könnte ich jetzt trinken oder sowas. Hier Energy raus. Einfach mal von ihm an den Energy weggetrunken. Was für einen netten Kerl. Okay, wie gesagt, wir machen erstmal eins am anderen. Heute ist es auf jeden Fall Solos Ring. Ach so, ich dachte, um 21 Uhr müssen wir hier sein. 22 war das erst. Ja gut, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Wir warten einfach mal. Fischmob, Waffe. Abstellung können wir nicht klauen. Was ich nochmal machen kann, können wir mal eben die Peitsche rausholen. Nicht aus, ist glaube ich besser. So. Im Folgenden von Robinsons Pult, schwacher Seitenschneider. Na ja, gut, müssen wir gleich machen. Ich muss ja jetzt gerade anwesend sein. Wir rehabilitieren euch mit revolutionären Techniken. Bla, kommt doch einfach was zu filzen erzählen. Taylor und Parker. Ah, alles klar. So. Zurück in die Zellen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. Komme ich hier gar nicht rein. Wahrscheinlich, weil Nacht ist.
Jetzt habe ich sie wieder rausgenommen. So, wir schlafen erstmal, dann legen wir die nochmal rein, dann machen wir es nächsten Tag. Ganz kurz da sein, alles klar. Wir waren beim Appell. Abpassungsgegenstand freigeschaltet. Wir kriegen jetzt immer die entsprechenden Meldungen. So, schwacher Seitenschneider. Gib dich zur Einzäunung. Ja, das machen wir dann nachts. Filzen. Mann und Robinson, alles da. Oh, gut, dass wir den Seitenschneider noch rausgenommen haben. Ich gehe schon mal essen, ja? Ah. Gut, gegessen. Durchwühlen wieder. Was haben wir drin? Klebeband, Nägel, Zucker, Schraubenzieher. Aber vielleicht ein Schraubenzieher könnte auch nicht verkehrt sein. Oh, schnell. Hab ich mitbekommen. So. Tipp, die sehen nicht, was du in der Hand hast. Ah, okay. Ja, gut. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ein Hammer. Ich auch mal mit. Nur wenn es auf dem Boden liegt, okay. Aftershave, Seife. Gut, nee, dann brauche ich nicht immer wechseln. Da war ich mir nämlich immer ein bisschen unsicher. Oh. Ja, Entschuldigung. Vielleicht finden wir ja nochmal irgendwas, was für unseren Ausbruch interessant sein könnte. Schraubenzieher habe ich schon. Ein bisschen Zeit totschlagen. Guten Tag. Können wir mal eben... Ah, da ist das Filmteam drin. Hier ist ein Gemeinschaftsraum. Hier komme ich gar nicht rein. Hallo? Ich will mal kurz was ausprobieren. Nein. Was der so hat. Klopapierrolle, Draht, Aftershave. So, der war... Oh, Schokolade. Geil, nehme ich mir. Hast du nicht verdient. Wir restoren, ja. Insofern einfach nochmal ein bisschen... Leute verprügeln. Die jetzt vielleicht nicht so. So, Nagellack, Tasse. Oh. Ja, den Baseballschläger, den will ich nicht. Dann gucken wir mal, dass wir wieder ein bisschen Lebensenergie bekommen. Und Ziele. Ja, stimmt, Zielen habe ich ganz vergessen. Ich vergesse immer, dass ich da erst anvisieren muss.
Nein. So, Familienfoto, Klopapierrolle, auch nichts Interessantes dabei. Oh, Mittagszeit. Geil, erstmal was essen. So, hier. Unser Platz, wie immer. Schön. Ja, Tomagoki, dann einen herzlichen Dank und willkommen nochmal bei Eternal Fantasy. So, wir müssen gleich wieder ein bisschen malen. Ja, ein Slot haben wir noch frei. Ich hole mir schon mal ein bisschen Farbe. Aber die müssen nicht lange arbeiten, ne? So 2 Stunden am Tag. Viel ist das ja nicht. Achso, nee, aber hier. Eins. Alles klar, dann danke fürs dabei sein und bis nächste Mal, ne? Einen schönen Abend. So, da haben wir wieder ein Graffiti. Schwupps. Schwupps. Dann gucken wir, dass wir heute Nacht ausbrechen können. Achso. So. Okay. Ich bin auf deinem Discord, wenn du mich brauchst. Es gibt 2 Euro pro Profit oder so. Alles gut. Wir werden jetzt auch nicht nur noch dieses Spiel spielen. Das spielen wir jetzt mal. Also bitte jetzt nicht zu hohe Erwartungen daran stellen. Wir spielen alle möglichen Spiele. Und das ist Zufall gewesen, dass es jetzt heute Escapist 2 gewesen ist. Nächstes Mal wird es vielleicht auch ein anderes Spiel sein. Weiß ich noch nicht. Und die Suche, wenn ihr Blatt Papier hier findet, weg, bitte schmeißt es für mich weg. Du kannst es selber wegschmeißen. Ja, ich bin nicht dumm. Alles gut. War auch nicht so gemeint. So, achso, hier können wir in die grünen Türen können wir ja nicht rein. Den Namen hast du dir selber ausgesucht, da kann ich nichts für. So, wie sieht's denn aus? Ein bisschen Fitness können wir ja mal machen. Sie finden Sport immer so cool. Kurz einmal duschen. Komisch, dass wir unsere Ausdauer wiederherstellen, indem wir duschen. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, aber naja. Also echt, da können wir nochmal eine Runde Sport machen. Aber ist richtig ein raus. Glaube ich auf 84 oder sowas. Das ist ganz gut. Aber wir laufen gegen den Strich. Das ist so, glaube ich, nicht. So, einmal duschen, dann ist Abendessen. Dann ist wieder Freizeit und dann ist auch bald Nacht. Okay. Den Sachen kann ich irgendwann was machen. Patsch, patsch, patsch. So, in die Küche komme ich nicht. Ja. Hallo?
das so ein bisschen bescheuert, dass man einmal kurz rein muss und dann ist erledigt. Ich würde so gerne das Filmteam einmal umhauen. So, wo habe ich denn zweimal einen Funkempfänger? Donner Baseballschläger, Allzweckwerkzeugwaffe, okay. Enterhaken. Stabiler Schmuggelwarenbeutel. Aha, okay. Tolle Peitsche. Rasierklinge und Klebeband brauchen wir dafür noch. Gucken, ob ich noch eine Rasierklinge und ein Klebeband finde. Oh. Rasierklinge. Klebeband habe ich nicht mehr, oder? Nein. Entschuldigung. Das Klebeband. So, dann kann ich nämlich... Ich lege mal kurz den Pinsel ab, den brauche ich nämlich jetzt nicht mehr. Ich arbeite hier nicht mehr. Und wir stellen dann nämlich jetzt mal eine tolle Peitsche her aus dem, dem und dem. Und haben eine tolle Peitsche. Haha. Ansonsten Mehlbeutelsamen, Pfeile. Stabiler Seitenschneider. Das könnte auch noch interessant sein. Wir haben jetzt, glaube ich, den schwachen Seitenschneider. Da können wir dann einen leichten Seitenschneider machen. Dafür brauchen wir noch eine Feile und Klebeband. Und hier war eine Feile drin gewesen. Eine Feile und ein Klebeband brauche ich. Das haben sie ja noch bestimmt irgendwo Klebeband. Nein, nicht. Besen, Wischmopp. Entschuldigung. Band. Das ist Schokolade Feuerzeug. Das ist eine One-Hit-Waffe. Ja. Ich würde jetzt erstmal gern das Schneidewerkzeug noch ein bisschen verbessern. Und dafür brauche ich noch ein Klebeband. Wollt ihr mal ein Klebeband, Mann? Hat der eigentlich einen Stuhl im Mund? Die Klebeband. Na, da Klebeband, endlich. Okay, dann leichter Seitenschneider. Oh nein, jetzt müssen wir erstmal wieder den schwachen Seitenschneider. Oh nein, nein. Ich will's mich verarschen. Achso, die können wir jetzt einfach da rausnehmen, oder wie? Achso, okay. Ich dachte, die müssen wir jetzt wieder herstellen. So, aber wenn wir jetzt... Wir könnten natürlich, wir haben jetzt den hier, den leichten Seitenschneider. Und wenn wir jetzt den hier machen, den stabilen, dafür brauchen wir dann den leichten Seitenschneider, eine Feile und ein Klebeband. Warum brauchen wir eigentlich für ein, warum brauchen wir eine neue Feile? Es ist ein Bug. Ah, geht ja. So, hier ist ein Klebeband. Oh, jetzt haben wir erstmal wieder Antritt hier. Ah, kriegen wir nicht ganz hin. Aber egal. Beziehungsweise nochmal ein Appell da.
Jetzt mal hier eben das Hammer kurz rein. Und dann schauen wir. Vielleicht finden wir doch schnell eine Feile. Dann kann ich doch noch das andere Ding herstellen. Wir können wieder in die Gesellschaft zurück. Zellencheck gewonnen. Ja, verdammt. Komm, wer hat's gewonnen? Hillary und Robinson, alles klar. War hier nicht noch irgendwo eine gewesen? Brech aus. Ja, machen wir ja jetzt auch. Alles gut. Oh nein, nein, nicht. Oh. Ich hab vergessen, dass sie nicht wieder rauskommen. Oh nein. Ah, sorry. Na egal. So, jetzt haben wir das Ding. Oh Mann, ey. Purple Doors gehen nur ins Haus rein, nicht raus. Ah, okay. Das heißt, wir hätten vorher schon weggemusst. Okay. Na gut, dann ist es ja nicht ganz so dramatisch. So, meinen Hammer packe ich mir nochmal ins Inventar. Püppchen nehme ich nochmal kurz auf. Hallo? So. Und dann kurz ausruhen. La 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 la. Geiz ist nicht geil. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht klarkommen würden jetzt. Ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Wir finden den Vorschlag für den Whirlpool immer besser. Wahrscheinlich für die selber. Tu das nicht. Der ist eine Stunde halt wirklich nur am Quatschen. Und so 10 Minuten vorher. Ach ja, übrigens, heute die und die Zellendurchsuchung. Alex ist ein Chip. Ich glaube, wir sind hier einfach nie dran. Blöpp. Meine Schmuggelware wurde entdeckt. Entschuldigung. Ich verloren jetzt. Alles gut. So, warten, bis es wieder runtergeht. Ich habe noch ein bisschen gelesen. Ne? Hallo? Warum greifst du mich an? Mach doch nichts. Geh weg. Lass mich. Rote Gegenstände sind nicht legal. Ist aber nicht rot. Ach so, so. Ah, okay. Ich verstehe. Mann, jetzt. Ich bin doch einfach in Ruhe. Nur, dass es wieder runter geht. Guck mal, nur alle hinterher. Oh, komm ich gar nicht durch. Oh Gott. Achtung, wir waren im Außenbereich des Gefängnisses.
Au! Ach, es war draußen! Ach so, wusste ich gar nicht. Ah, I see. Der bleibt. Also langsam geht er runter. Versteck mich in den Duschen. Guck mal, die Energieanzeige. Ja, das habe ich ja gesehen, dass der immer wieder hochgegangen ist. Oh, wieder einer. Hier sieht er mich ja nicht. Ich muss nur warten, bis es ein bisschen runtergeht. Dann staut es sich nicht sofort wieder auf 100 hoch. Nutze einen Schrank. Ach ja, stimmt. Wir können ja uns verstecken. Ich war lost früher, dann sah ich dich. Was soll das denn heißen? Ja, wir sind schlecht. Macht da ja keinen Heal draus. So, wir sind jetzt bei 60. Die ganzen Wachleute jetzt sehen. Ich will einfach nur mal testen, ob die mich jetzt noch verfolgen. Ach da. Guten Tag. Na, jetzt interessieren sie sich nicht mehr für mich. Alles klar. Oh, es ist jetzt sogar 12 Uhr, müssen wir wieder zum Mittagessen. Oh, da ist Kippmann 2. Der irgendwas Besonderes zu verkaufen. Das mit dem Kaufen ist irgendwie auch voll überflüssig, oder? Weil alles, was man hier kaufen kann, das kann man sich auch irgendwo anders klauen. Ne, wir werden gleich, wenn wir die Runde fertig haben, dann mache ich Schluss für heute. Und wie ich ja schon sagte, ist ja heute Solo-Stream. Ich würde die so gerne angreifen, hier die Kameramänner. Achso, wir wollten ja noch mal ein bisschen lesen. Wie sieht es momentan aus? 70, 86, 72. Ach ne, ja. Das ist Arbeitszeit. Ach, weißt du was, ist mir auch egal. Wir sind im Gefängnis, da müssen wir kein netter Mensch sein. Du brauchst nur 70, als du bist unnötig. Der kommt der innere Monk wieder raus. Wir es im Prinzip nicht brauchen, ja. Aber ich finde es trotzdem cool, wenn man 100 hat. So, jetzt bin ich zu müde. Beeil dich, Kid, mal. Ja, ich gehe schon. Ich muss hier nur nach oben. Was ist freigeschaltet? La 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 la. Okay. Bitte nicht laufen, ihr tut euch noch weh. Gut, jetzt bin ich da drin gewesen. Da passt. Ich werde deinen Schädel spalten. Also ganz normale Fluggespräche. Ist auch in der Schule so, da gibt es auch solche Fluggespräche. Ich gehe mal kurz duschen, dann geht nämlich meine Anzeige wieder hoch. Eigentlich müsste ich arbeiten, aber ich dusche lieber.
bisschen Fitness machen. Vielleicht schaffen wir da ja die 100. Ah, verdammt. Och komm, 98, willst du mich verarschen? Die 100 will ich da jetzt noch voll machen. Wir wollen ja nicht ganz 100. So. So habe ich auch mal ausgesehen. Ach, jetzt mal gucken. Gut, also wir müssen heute Abend, wenn Appell ist, nur einmal kurz anwesend sein und dann sofort nach draußen laufen. Dusche auch erledigt. Ich guck nochmal eben, wie der Weg war. Also, wir haben ja hier unseren Appell. Ich laufe also quasi hier runter und dann hier rechts den Flur runter. Gut, im Prinzip habe ich den grünen Pfeil, der mich dahin lotst. Dann geht's hier raus. Dann nach hier hin. Hallo Hundis. Wer ist das hier eigentlich? Maxted. Okay. Warte auf das Ende des Appells. Ah. Okay. Wie ist das? Wie war das jetzt? Wir können, wenn der Appell zu Ende ist und wir eigentlich in unsere Zelle müssten, dann können wir nicht mehr nach draußen. Ist das richtig? Das heißt, wir müssen während des Appells schon nach draußen gehen. Also wir müssen einmal kurz da sein und dann sofort loslaufen. Betreten, offen halten. Hallo? Ja, kurz rausgeguckt. Ich bin nur einfach nochmal, weil mir langweilig ist gerade. Nein, Spaß, alles gut. Oh, wir haben noch einmal Feuerzeug. Oh, ein gutes Buch. Ja. Da sein, kurz und dann ausbrechen. Alles klar. Pult vom A. Du hast nichts gesehen. Lieber Herr Wachmann. Oh, wer ist das hier eigentlich immer? Der Alexis, der ist voll auf Prügeln immer aus. Wow. Adrenalinschuss, Bömpel. Nimm ich mal mit. Du Knete. Einfach Knete in der Tasche. Ich würde halt gerne mal mit denen hier sprechen, aber da komme ich nicht rein. Die sind wahrscheinlich richtig stark. Du wirst süchtig von dem Spiel, wenn du es raus hast. Dafür gibt es zu viele Spiele einfach, als dass ich von einem Spiel X oder Y süchtig werden könnte. Das letzte Spiel, das geschafft hat, ist schon lange her. Ich weiß gar nicht, was es... Na, süchtig sowieso nicht. Aber, dass ich sehr, sehr viel und intensiv gespielt habe. So, wir müssen bis 22 Uhr jetzt noch die Zeit totschlagen. Wisst ihr was, wir können uns auch einfach so lange schlafen legen. Wobei wir... Kann ich mich nicht in irgendein anderes Bett legen? Das geht auch. Okay, die Zeit geht aber nicht schneller rum. Ich will halt nicht das Mannequin nochmal wieder rauspullen. Zumal ich sowieso gerade ein volles Inventar habe. Ich hau einfach ein paar Leute um. Was hat der hier gehabt? Zahnseide.
Die leben richtig gut hier im Gefängnis, ne? Sag mal, hast du hier was geklaut? Gesehen, dass du hier drin warst. Das ist der Alexis wieder. Meinung 87, Zeit im Gefängnis 7 Tage. Ist genauso lange hier wie ich. Jobmalerei. Okay, grüne Türen komme ich nicht rein. Gelbe gehen. Lila sind die Außentüren. Dann gibt es die komplett farblosen. Das ist irgendwie so ein Arbeiter gewesen. Hallo? Einfach nur, weil es Spaß macht. Oh. Nur mal falsche Taste. Geht noch nach einem Wärter ruft, aber mich parallel selber verprügeln möchte. Gut. Ist halt Gefängnis, ne? Einfach gedrückt halten. Ja, Theorie und Praxis, ne? Keine Ahnung, was du gerade sagst, sag mir Bescheid, was du siehst. Künstlerpinsel. Mr. Williamo. Gut. Ich rüste schon mal den stabilen Seitenschneider aus. Dann warten wir jetzt kurz einmal. Und dann geht's los. Alles klar, let's go. Oh. Au. Okay, aber ah. Das war nicht so gut. Okay, wir mussten wirklich auf das Ende des Appells warten. Hunde werden in der Höhe des Gefängnisses sicherheitshalber freigelassen. Hunde spüren das auf und sind unaufhaltsam. Okay. Ach, naja. Oh, kleine Klasse. Jetzt habe ich natürlich... Wir scheitern im Prinzip an uns selbst. Gut. Wir mussten also wirklich bis nach dem Appell warten. Kartoffel schälen. Ja, machen wir uns mal nützlich, ne? Jetzt muss ich natürlich wieder bei Robinson rein und das Ding rausholen. Ich glaube, das reicht auch. Ich glaube, ich hätte das Bessere gar nicht machen müssen. Okay. Also, der erstmal hier wieder rein. So. Dann kurz einmal Hallo sagen beim Appell. Moin. Ja, moin. So, ciao. Dann hole ich mir nochmal eben den Seitenschneider da raus. Sobald Ette hier weg ist. Oh.
Alle beim Appell und wir chillen hier unten auf der Sonnenliege. Auch gut. So. Also hier. Schrauben ziehen wir nochmal mit. Da haben wir Schokolade, Pfeile. Begib dich zur Einzäunung. Gut, dann gehe ich da auch nochmal kurz hin. Aber dann, ich warte zwar bis wirklich nach dem Appell. Frühstückszeit, gehe ich gleich hin. So. Moment. Ja, ich suche nur den Weg. Alles gut. Ich bin auf dem Weg zum Frühstück. Werden wir sowieso nicht mehr schaffen. No. Ach, verdammt. Okay, wir haben einen halben Stern bekommen, weil Kid man die Routine verpasst hat. Ein Schori. Ich habe es nicht mehr ganz geschafft. So, dann trainiere ich noch mal ein bisschen. Das mit den Hanteln stemmen ist am ätzendsten. Weil du halt die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe drücken musst. Ja, haben wir geschafft. Habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Und dann schnell einmal duschen. Reden Sie über mich? Duschen sogar mit Brille. Okay. Noch einmal ein bisschen trainieren. Wie nämlich dieses Sternprinzip so ein bisschen an GTA-Zeiten früher. Aber wird der sechste Stern fehlen. Guck mal, was ich jetzt zumindest so lange mache, bis Mittagessen ist. Und beim Mittagessen restore ich ja selber auch wieder die Ausdauer. Können wir beim Sport heute noch bis 100 machen und dann haben wir das auch auf 100. Okay. Das ist hier gerade gegrummelt. Brand. Was ist denn hier? Wahrscheinlich so eine Einzelhaftzelle wieder. Nur ohne Bett. Sind wir diesmal der Erste beim Essen. Frühstück verpasst, jetzt sind wir der Erste.
So, okay. Ich suche noch mal wieder ein bisschen. Kann ich auch Toilettenpapier nehmen zum Zusammenbinden? Hält doch bestimmt auch. Pfeil nehme ich mit. Sollen wir bei der Arbeit aufschlagen? Arbeiten selbst brauchen wir nicht. Unsinnig, sowas. Der muss schon arbeiten. Achso. Steht denn da eigentlich mal Handeln bei? Wie merkwürdig. Was diese Büros teilweise bedeuten. So, was können wir hier machen? Hallo, Pauline. Ist ein Vortrag? Nein. Ich glaube, wenn die das sieht, ist das nicht gut. Es ist im Prinzip gerade nur noch warten, dass es Nacht wird und irgendwie die Zeit rumkriegen. Ich könnte mich natürlich gleich ein bisschen schlafen legen. Ich habe ja jetzt ja den Inventarplatz dafür. Jetzt ist alles aus, ich habe meinen Job verloren. Kein Problem, du brauchst keinen Job, Kollege. So, dann nehme ich Moped hier mal kurz raus, dass ihn das so tagsüber nicht auffällt. Na toll. Wird nur nachts verschnellert. Ich fange schon mal mit dem Duschen an. Das da oben ist eine Klingel. Ich dachte immer, das wäre eine Überwachungskamera neben der Uhrzeit. So, fertig. Hundert, 185. Komm, machen wir alle drei auf 100. Das schaffen wir jetzt auch noch. Stardew Valley Fishing Prinzip. Okay. Ich will die 100 jetzt haben. Ah, verdammt, ey. Ja, gut, dann kommen wir jetzt erst essen. Dann kriegen wir ja auch wieder. Ja, ich gehe ja schon. Dann kriegen wir nämlich auch wieder ein bisschen Ausdauer restored.
dann machen wir gleich die Runde voll. Vor allem mit dem ganzen Bodenmarkierungen. Passend. Die Corona-Line. So, warum müsst ihr euch denn immer in der Kantine kloppen, Leute? Gib mal zwei, wo gerade umgehauen. So, jetzt 199. Ist nicht optimal, ne? Da fehlt eins. So. Alles klar. 100, 100, 100. Wir haben alles. Wir sind super intelligent, haben eine super Ausdauer und sind dann auch super stark. Okay. Alles klar, dann schönen Abend dir und danke fürs Dabeisein. Stirb nicht. Na, wir kriegen das diesmal hin. Ich bin guter Dinge. Man lernt ja aus den Sachen. Aber trotzdem noch mal kurz gucken, ob wir nicht noch eine Klebeband. Ja. Und ich muss dann nämlich einmal zum Robinson. Einzahlung, müssen wir das halt nochmal machen, aber ist okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Appell. Oh, bin ich jetzt zu früh raus? Entschuldigung. Guten Tag. Ein bisschen Freigang. Warte auf Ende des Appells. Wenn wir jetzt nochmal ein Klebeband finden, dann kriegen wir sogar wieder das Beste. Hier nicht. Da komm schon. Wir müssen den Klebeband haben. Okay. Schwupps. Dann haben wir das wieder. Das haben wir gerade gemacht, ne? Ja. Und noch besseres gibt es nicht. Allzweck, Werkzeug, Waffe, Werkzeug. Okay. Enterhaken. Anpassungsgegenstand freigeschaltet. Ah, ich verstehe. Wenn wir unseren Charakter anpassen. Okay. Ich frage mich manchmal, wie man denn die Sachen aus der Hand abnehmen kann. Wahrscheinlich geht das auch irgendwie. So, gleiches Appell. Dem wohnen wir einmal bei, dann gehen wir rüber und warten, bis der Appell zu Ende ist. Und dann fangen wir erst an. Tun. Nicht in Stimmung. Wozu nicht in Stimmung? Ich stehe schon parat. Gut, wir waren da. Dann gehen wir runter und warten. So.
Ich rüste schon mal die den Seitenschneider aus. Ich denke mal, mit welchem wir das machen, ist letztendlich egal. Okay, haben wir gemacht. Jody und Primlaysen dran. Warte auf das Ende von zurück zur Zelle. Okay, also nochmal warten. Oh, jetzt sucht der dort. Ich hoffe, der Scheinwerfer kommt nicht hier hin. Hat er gesagt, die suchen hier am Zaun nicht. Okay, Licht aus. Schneide den Zielzaun. Und dann sind wir frei. Flieh! Wie sieht das mit den Tapes aus? Alles auf Band. Mist, da sind die Wärter. Und Action! Hä? Da bist du ja! Alle verfolgen sie mich. Eingrenzungsausbruch, du bist ausgebrochen! 11 K.O.s, Gleise gefallen, zerstörte Felder, 1. F, war nicht so gut. Aber gut, unser erstes Mal. So, liebe Freunde, und dann würde ich sagen, willst du es wirklich beenden? C, ich schalte einmal rüber und wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Heute ein kleines bisschen länger gemacht. Ich glaube, es ist gerade sehr stark am Regnen draußen. Ja, und euch einen schönen Abend. Macht es gut und tschüss.